Aber ja, wenn die Glanzleistung, die wir gerade hingelegt haben, seine Überwartung übertroffen hat, dann... Das ist traurig. Das ist wahrlich traurig. Das ist fucking traurig. So, Ferro und Kefrak hat Amarku den Sammler befohlen, das stillgelegte Dolmentor im Wrestler-System wieder zu aktivieren. Dadurch können sich Neferu in den Shinsha-Sektor ausbreiten, trotz der bedrohlichen Anwesenheit der Eldari in diesem Gebiet. Oh nein! Wir müssen eine Sache bedenken. Das wäre jetzt gerade gegen Chaos. Nein. Elder sind zum einen schneller, auch wenn sie sehr fragil sind. Das heißt, die kannst du ruhigen Gewissens rammen. Aber Elder haben starken Burst-Schaden. Ist besonders mal 20 mehr pro Runde, okay? Weil es wäre so, wie viele Schiffe neu bauen musst. Neu bauen nicht, aber wir müssen wahrscheinlich haufenweise reparieren. Ja, weil es würde 100 kosten. Dann hätten wir ab sofort die nächste Runde 50. Ja, also ich würde sagen, wir machen erstmal so keine schnellen Reparaturen. Okay, dann pack es. Look. Genau. Wir werden alles auf, was unser Geld erhöht jetzt gerade. Sisse? Nein. Weil ich würde sagen, die minus 10er können wir später wegmachen. Das hat minus 20 gerade insgesamt, aber für den Preis. Ja, aber das kriegen wir. Wir wissen ja, das nimmt uns zwar gerade 20 weg, aber ist das gerade nicht wert. Denke es. Weil wir kriegen einfach keinen. Ja, also. Ich schaue auch gerade. Ich schaue in erster Linie, was wir im Wrestler-System, im Wrestler-Sektor einnehmen können, was wir in Shinsha einnehmen können, was uns mit Geld versorgt. So viel haben wir für den Anfang nicht. Balzac wäre möglich, aber da kommen wir nicht so schnell an. Kommen wir nur an, nachdem wir Wrestler bereits genommen haben. In Taurian gibt es einen dynastischen Schatz. Aber generell können wir da... Warte, Resnor, Sekunde, was kriegen wir da? Landeplatz, Kriegsrottplatz, große verschüttete Werft, Dolmentor, strategische Position. Also Hauptsitz. Sein Landeplatz. Das kann es wahr sein. Diese Erkältung. Wer kann jetzt auch aufgelevelt werden? Der hat die Kette. Also entweder... Der Weg noch einen Skarabäus-Schwamm mitzunehmen oder einen transdimensionalen Blitz. Alternativ eine Kugel der Wiederbelebung. Genau, wir wollten es mit Stasisbombe paaren. Die Kette. Ah. Und die Stasisbombe mit. Nein! Hab aus Versehen rausgetappt, alles gut. Könnte sein, dass wir gleich einen Unreal Engine Quest kriegen. Schnell speichern. Ja. Jetzt haben wir theoretisch Zugriff darauf, Amarku ein neues Schiff zu geben. Oh, guck mal, mein Spiel hängt. Ah, es geht neu. Wenn wir ein Schiff bauen würden für ihn, wäre es wahrscheinlich... Dieses Schiff schießt wahrscheinlich hauptsächlich nach vorne, nicht wahr? Zu rechts. 270 Bug. Also das Schiff kann bereit sein. Aber das hat um einiges mehr Feuerkraft. Dafür nur zu den Breitseiten. Das ist aber in Ordnung, denke ich. Das hat sehr viel Kraft. Impulswelle. Wir haben die. Der hat dafür die Sternpulswelle, genau. So ist er teurer. Und er hat auch die Sachen. Aber keine Sternpulswelle. Also ein Harvester hat Sternpulswelle. Error allerdings nicht.
für deutlich stärker brennt. Ja, das werden wir schauen, wenn wir uns das leisten können. Gerade eben sind wir ein bisschen bankrott, um uns jetzt mit Schiffen auszustatten. Mit größeren. Ja, wir sollten ein bisschen sparen. Uralte Stellung aufzuwerten, gebe uns 15 Ressourcen, geben uns jetzt 10 Ressourcen mehr pro Zug. Wir haben eine Kernwelt, das gibt uns 30 Ressourcen mehr pro Datum. Das sind zwei Züge, die wir brauchen müssten. Wir bunkern erstmal ein bisschen nieder. Erlauben uns gerade keine schnellen Reparaturen. Fair. Im besten Fall bringen sich Chaos und die Eldari gegenseitig ein bisschen um. Ja. Stillgelegter Landeplatz gäbe uns 20 Ressourcen. Hier, Solana, also Gregorium. Bringt uns jetzt 20 Ressourcen mehr. Also ja, genau, das. Genau. Und Europa. Dann baue ich Malukarum auch aus. Da gibt es nämlich auch 20 Ressourcen mehr. Okay. Vor Datum wird es im nächsten Zug 30 Ressourcen mehr geben. Das heißt, ich würde Stevantium auch ausbauen, dann kriegen wir jetzt plus 100. Okay. Theoretisch könnten wir unsere ganzen Escortschiffe dismanteln, aber eigentlich möchte ich es nicht, weil die Level haben, die nützlich sind. Wir hätten dafür nämlich die Ressourcen zurückbekommen, dann wahrscheinlich ist es gerade nicht so vernünftig. Alles mal bereit. Das ist doch genau, was wir sehen wollten. Ist doch gut. So. Okay. So. Chordatum. Kernwelt. Aufwerten. 30 Ressourcen mehr. Check. Unser Geld ist einfach weg. Ja. Yeah. Wir sollten so schnell wie möglich die. Die 10er Städte runterpacken, also die 10er, also die minus 10, also Dings. Ja, machen wir nächsten Zug. Genau. Bereit. Ich würde, ja, hab ich schon. Wahrscheinlich die Sternlichtschwestern zuerst. Ah. Das ist jetzt tragisch mit dem Minenfeld. Ja. Was bringt die andere? Wenn wir den. Weil das hätten wir vergessen, eine Bibliothek dazu noch. Ich bringe erstmal Amarkun rüber nach Nefera. Nefera kann sich aufwerten auf Kernwerten. Nochmal 45 Ressourcen mehr. Oh, dann lieber das. So, ich würde sagen, das sind die wahrscheinlich die beiden Flotten, die wir dafür einsetzen. Oh, der kann auch aufgewertet werden. Asson. Erzkarabeus-Schwarm. Entweder eine Blitzverbindung oder einen transdimensionalen Blitz. Was, dem gebe ich einen transdimensionalen Blitz? Dann sammeln wir die Flotte, die da tatsächlich kämpfen soll, schon mal in Nefera, wo wir das Dolmentor haben. Denn wir können ja nur zwischen den Dolmentoren reisen. 32 plus 28. Wir haben nicht genug, um die alle zu reparieren. Wir haben noch hier eine Flotte übrig. Na gut, bereit. Ja, bereit. Nein! Ja, Skorpion ist bereit, darüber zu gehen. Wir sind definitiv noch nicht bereit, darüber zu gehen. Hydra Minoris, das ist gerade nicht so wichtig. Imperial Widerstand ist gerade nicht so wichtig. Weil 400 und 200 ist ein bisschen fast 500, zweimal. Hm. 30 Ressourcen können wir aus Mushak ziehen. Aus Kava Drift können wir 60 Ressourcen ziehen. Wow. Das machen wir 239. So, dann kommen wir beim nächsten Zug, wir die Schnellreparaturen machen und dann den Angriff auf Reznor machen. Mit unserer Mini-Flotte?
Nein, guter Punkt. Vielleicht sollten wir warten, bis wir uns einen Kreuzer leisten können oder zwei. Ja, weil Zwei wir Harrower haben. werden wahrscheinlich eine ganze Menge machen. Ja. Stillgelegter Landeplatz. 30 weitere Ressourcen. 30 weitere Ressourcen. Das heißt, wir können noch plus 60 kriegen, diesen Zug. Weil wir ganz genau genug Geld dafür haben. Ja. Dann machen wir das. Und pleite wieder. Absolut. Bereit. Ja, die bauen sich jetzt ein bisschen da aus. Wir müssen den Sektor möglichst schnell einnehmen und dann Geld kommt. Geringe Dringlichkeit. Ja. So, Ja. okay. Guck mal, was haben wir hier zum Ausbauen? Kernwelt. Oh, gibt 90 Ressourcen. Oh ja. 150. Absolut. Let's do this. Und dann würde ich sagen, boah, warte, ah, Malukado kann auch ausgebaut werden. Dadurch kriegen wir nochmal 20. Okay. Okay, bereit. Bereit. Wir tauschen Geld für Geld aus. Oh, war Eine ja Chaos-Invasion was. nach Nefera. Oh. Naja, wir müssen sie erstmal sammeln, bevor wir in der Lage sind, einen Angriff durchzuführen. Das sind halt viel zu viele. Okay, die Flotte geht in Telof schon mal selbst umbringen, das ist gut. Und die Eldari von uns schwächen. Wie stark ist die Chaosflotte, die uns angreift? 1000. Ah. Neben auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Auf normal. Oh. Meine, das nicht aufhalten können. Was machen wir? Drei Züge. Fair, wir haben drei Züge. Wir sollten jetzt Geld sparen, denke ich. Weil die 20er-Dinger sind es noch nicht wert. Also die Steigerung, also die. Wir können, Sekunde, wenn wir die beiden jetzt machen, haben wir noch genug übrig. Wir können diesen Zug, wenn wir alles ausgeben, Ja. plus 20, plus 35 machen. Okay, also wenn wir es steram wum dem bum Genau. ausbauen. Wir alles Nicht aus. das. Ah ja, doch, würde passen. Genau. Dann machen wir es. Dann bauen wir einmal alles. Damit diese minus 10 weg sind. Auf Stufe 3 gibt es nochmal plus 20 pro Sache. Also wir machen jetzt 400 pro Zug. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. 1000 Invasionen können wir wegstecken, aber es wird schnell gespeichert. Und so setzen wir Minenfeld, was wir mehr Zeit brauchen. Ja, wir wissen jetzt, wann die Sondermission kommt. Oder ist das. Ja, unsere Aufgabe ist ja im Endeffekt das Resnor-System zu, oder den Passportal im Resnor zu sichern. Ah, okay. Oh! Das ist gut. Oh, das ist gut. Die kriegen die. Moment mal, die Invasion kommen auch? Die Drukhari-Invasion kommen auch, wenn Chaos drin, wenn eine andere Fraktion drin sitzt? Frisch. Nein. Das jetzt machen wir nochmal ein paar, also nochmal springen. Dann überlegen. Sparen. Wenn wir jetzt die Schiffe kaufen, könnten wir Reznor jetzt einnehmen gehen, dann rechtzeitig Ja. zurück sein. Nee. Weil jetzt gucken wir unsere Flotten an und da ist kein Weg, wie wir die überhaupt trumpfen. Und in unserem Fall müssen wir sie Deswegen sage ich, punktuell was. wenn wir jetzt die neuen Schiffe kaufen. So. Denn das könnten wir machen. Neues, wenn wir jetzt sozusagen zwei Harrower kaufen, haben wir das Geld dafür. Zwei Harrower 246. Wir haben das Geld, wenn wir. Okay. Mal überlegen. Die Shroud auflösen. Ne, wenn wir einfach Jakal irgendwo auflösen, können wir das wahrscheinlich schon erreichen. Was meine, sonst können wir eine Runde warten und 80 extra ausgeben für ein Minenfeld.
Ich habe halt die Sorge, dass sie gleich wieder eine neue Flotte an das, an das Portal setzen. Was werden die machen? Das heißt, wir lösen irgendwo ein Escortschiff auf. In, hier, in dieser Flotte. Da können wir den Jackal auflösen. Die hat bisher nicht mitgekämpft, sie hat keine Erfahrungspunkte. Dafür kriegen wir die Ressourcen davon zurück. Weil ich auf 100% gestellt habe, weil wir teilweise Flotten entgegengedrückt bekommen, die nicht zu wert sind. Dann kriegt Amarkun ein neues Schiff. Eine Scythe Harrow wegen der starken Breitseite. Die noch zu seinem Flaggschiff gemacht wird, damit er weniger tot ist. Und dann genau, seine Kompetenz ist erreicht. Wem geben wir noch eine? Neften. Dem geben wir noch eine. Von hier, eine weitere Harrow. Sein Platz ist damit überfüllt. Wie viele Points? Die Jackal müsste ihr dafür weichen. Na gut, machen wir das. Dann lassen wir noch eine Jackal weichen. Bin sofort wieder da. Jawohl. Machen das zum Flaggschiff. Dann haben wir eine Shroud und eine Kopesh, die wir mitbringen können, und eine, zwei Jackals. Was ist unsere Führung aktuell? 750. Das heißt, wir können zwei davon ohne Probleme führen. Plus den, dann sind wir bei 600. Nee, dann. Zwei davon sind wir bei 500. Plus den, dann sind wir bei 600. Da kann ein Jackal immer noch mitkommen. Oder die Säcken. Säcken haben wir gar nicht, wir haben eine Shroud. Ah. Oder wir nehmen beide Jackals mit. Haben wir noch den. Hat irgendjemand gerade noch den Platz frei für ein weiteres. Genau, wir können zwei Schiffe mitnehmen. Keiner von beiden hat den Platz für ein weiteres Escort-Schiff. Seitdem wir lösen die Shroud auf. Bauen an ihrer Stelle noch ein Escort-Schiff. Da könnten wir mit drei Jackals arbeiten. Transfer könnte das hier funktionieren. Naja. Zur Not müssen wir nicht mehr unbedingt ein Minenfeld benutzen. Zur Not können wir einfach hier die Verzögerung erhöhen. Schlachtpläne werden wir schon noch ohne Ende kriegen. Und dann haben wir jetzt zwei Flotten, die relativ stark ankämpfen könnten. Wie sind die Waffen an der Kopesch noch gleich? Zu den Seiten, genau. Shroud kann auch nach vorne schießen. Hält dafür weniger aus. Was ist die Feuerkraft? Blitzbogenturm 5 Stück können nach vorne schießen. 9000er Reichweite. 30 Schaden bei 15 Sekunden Nachladezeit und 7,5 Crit. Ne, das ist die Shroud. Ich wollte bei der Kopesh gucken. 30 Schaden, 5 Sekunden, das ist das gleiche nur als Batteriewaffen. Anzahl Angriffe 1. 20 Schaden, 10 Sekunden Nachladezeit, 13.000. 10% Crit-Chance ist natürlich auch schön. Und Schild durchdringt. Wenn die hier mit dem Blitz mit dem Bogen arbeiten,
dann werden die exorbitant ausrasten. Eine maximale Distanz von 9000 Einheiten. Wir schießen sowieso auf 9000 Einheiten. Das Primärziel hat 100% des Schadens, das sekundäre Ziel 50. Albtraumschleier. Der Nachladenschirm fügt das Schiff jedem feindlichen Schiff innerhalb des Identifizierungsreichweite einen Moralfluss von 3 pro Sekunde zu. Ja. Denke ich eine höhere Identifizierung? Nein. Was ist der Blitzbogenturm? 10 Stück und 3 Begauss-Partikel-Limitertürme. So. Wir kommen zurück. Ja. Okay, wir können den Angriff auf Chinchides durchführen. Okay. Dann bereite ich vor, es kommt gleich eine Sequenz. Ja, klar. Jinjar is the mineral heart of the Segmentum Obscurus, feeding the Manufactorums of Agrippina and a dozen other sectors. There are few truly colonized planets in this sector, as worlds rich in mineral resource tend towards the inhospitable. The citizens of Jinjar are likely to be slaves or penal workers, living out miserable lives in arid mines or aboard freighters. But for some renegades, there are other options. Reznor, the last resting place of vessels whose fury once shuddered the stars. A world rich in resource for those in need, and fraught with peril besides. For it is not only sunlight that caresses the planet's surface, but the toxic emissions from 1,000 reactors still trapped in decaying orbit. Okay. Auf zur Müllhalde. Yay. Und Sekunde, wo haben wir ihn noch? Kommt die nächste 500er Flotte da. Jetzt kommen wir in der 1000er Flotte da gewissermaßen an. Wir da können ein bisschen aufzuräumen. Die Invasion der Eldar verschieben. Yeah, what the... okay. Warum wollten wir das jemals tun? Nee, wollen wir... ja. Genau, dann schnell speichern. Greifen Reznor an. Wir haben jetzt echte Schiffe. Yay. Wir fallen es versucht zu blockieren. Wir kriegen einen Aktionspunkt. Das heißt, wir können sofort zurück in die Heimat. Oder direkt das nächste System einnehmen. Sehr gut. Schön, ne? So. Okay, wir haben jetzt die Wahl. Wir können so oder so von den Punkten her einen leichten Kreuzer und ein Escortschiff mitnehmen. Kannst du mal Schlachtruf machen? Schlachtruf. Schön. Die Frage ist, welchen möchtest du haben? Kopesh und Jakal oder Shroud und Jakal? Kopesh war die. Kopesh hält mehr aus und hat mehr Feuerkraft. Etwas. Shroud schießt, kann hauptsächlich nach vorne schießen, wenn man möchte. Und ist standardmäßig getarnt. Hält dafür aber weniger aus. Hm. Und hat nehmen die höhere. Die okay, dann nehmen wir Kopesh und dann nehmen wir auch Amarkuns Jakal, sodass ich dich mit Massenrückruf sofort zu mir rufen kann. Ja. Dann Schlacht. Dann nehme ich die beiden Harrower und werde dann versuchen, den Feind mit Breitseiten wegzulöschen. Meine Erkältungskopfschmerzen fangen wieder an. Perfekt. Ich verstehe diese Erkältung lässt. Vor allem, sie ist schon eine Woche alt. Das ist, wer kann so funktioniert. Die halten länger als 1-2 Tage. Normalerweise ist mein Immunsystem wahrscheinlich stark genug, die innerhalb von 2-3 Tagen abzubauen. Aber das ist halt... Ich weiß nicht, was ich lieber mag. Die 200 Tage Höllenerkältung mit dister Nase und allem. Oder das hier. Obwohl, nee, ich nehme die 2-3 Tage Höllenerkältung, weil da war es nicht 2 Tage tot im Bett. Ja. Mit Kopfschmerzen. Ich hab den ganzen Tag durchgepennt. So, ich muss mich erinnern, diese Schiffe können nur in Breitseiten schießen, die großen. Ja. Es ist immer so seltsam, so wenig Schiffe zu sehen. Ja. Aber wir müssen uns gewöhnen, Necron-Schiffe sind nie. Also die guten Schiffe sind teuer. Tarnen kann ich mich nicht, deswegen gehe ich so voll auf den zerstreuten Blitzbogen. Ich glaube, was mit die. Ja, ein bisschen Abstand haben. Ja, es geht auf Tarn.
Genau, und danach auf Nachladen oder Blitzbogen. Sobald wir den Kampf betreten haben. Genau. Auf 900 setzen. 1000. Enemy blockade configuration is flawed. Capture the indicated area and the probability of victory increase. Dahin sind sie. Das sind wir immer sehr viele Cluster für Leute. Ja, und das Gute ist. Dann müssen wir dieses eine Dings machen. Genau, ich hab euch auch die Stasisbombe dieses Mal dabei. Ah. Das heißt, wenn wir Stasisbombe machen, dann Teleport und dann. Das sind drei Kreuzer, zwei Scorchiff. Weißt du was? Ich möchte den Triebwerke wegschießen. Karschiffe sind ein bisschen schneller als wir. Und ich möchte nicht, dass sie meiner Kette entkommen können. Eins, zwei, drei. Schicke Abfanggeschwader. Dein Schiff kann das ja. Ist ja kein Flaggschiff. Ah, ist an mir vorbeigegangen. Ja, schick die zu mir, die Abfangjäger. Zu dem Schiff, das bedroht ist. Übertragung. Ja. Das. Gerade rechtzeitig. Ja. So, ich hatte vergessen, ein Doppel-Alt zu drücken. Warum ist es bei mir eigentlich standardmäßig aktiv gerade in dieser Kampagne? On the march. Soll ich sie zurückziehen oder soll ich bei dir beibehalten? Behalt mal da. Die Regenerationszeit ist so oder so 20.000 Jahre. Mhm. Okay, scannen. Noch nicht? Jetzt. Ja, das war zu früh. Ja, ich habe auch zu früh gezündet, die Kette. Ja, die Stasisbombe hätte später gezündet werden müssen. Ich denke es mal. Ah ja, ist Übungssache. Und die Kette ist ganz genau gegangen, bevor ich den maximalen Schaden hätte anrichten können. Ein bisschen schade, aber jetzt mache ich den maximalen Schaden mit Skarabeus-Schwarm. Und mit dem zerstreuten Blitzbogen, der einfach wortwörtlich alles löschen wird. Nicht vergessen auf Nachladen oder Blitzbogen umzuwechseln. Ja, es ist daran um es gerade. Der Blitzbogen. Der dachte, er könnte mich rammen. Guck dir an, was wir gerade mit der Flotte getan haben. Die ist sehr weg. Nein, eigentlich nicht. Die ganzen Escortschiffe schon. Ja. Weil wir sind halt noch die drei Hauptkreuze da. Geh mir aus dem Weg. Soll ich dich zu mir rufen? Kannst du machen. Tschüss mit dieser Breitseite hier, bitte. So.